Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 14. Februar 2019. Wir machen viel zu viele Gedanken über etwas. Wir neigen dazu, zu viel zum Grübeln. Uns bedrückt momentan etwas und genau das sollen wir beenden, loslassen. Das passt zu dem heutigen Portaltag und das habe ich auch veröffentlicht nach Maya-Kalender. Die heutige Tagesenergie ist der Tod und damit beginnt eine neue Welle und das bedeutet nicht, dass jetzt ein Todesfall kommt, sondern die Botschaft ist etwas loslassen, etwas beenden, etwas kündigen. Und genau das zeigt dieses Bild auch an. Beenden diese Situation, diese Stimmung. Und das ist ein weiser Rat. Und dieser weise Rat, hier zeigt sich wieder Ende an etwas, weil beginnt eine neue Zeit. Und wir sollen in Vertrauen bleiben, dass jetzt alles in Bewegung kommt. Wunderbar passt zu diesem Portaltag, was ich in diesem Maya-Kalender auch erklärt habe. Und das gibt uns natürlich Kraft und Mut, wenn dieser Zustand aufhört, diese Lethargie. Und sollen wir eher den Mut zeigen, das zu bekämpfen. Die Angst, die Zweifel oder Schuldgefühl, weil dann können wir auch etwas Neues beginnen und damit können wir auch andere überzeugen. Das hilft auch, von diesem Gefängnis rauszukommen und hier sind wir in unseren Gefühlsebenen. Was hält uns gefangen? Das ist die Angst, die Zweifel, die Schuldgefühl. Und diese Stimmung muss jetzt aufhören und kommt eine neue Richtung. Und das, was uns gerade befreit, das ist die Befreiung und das ist diese Weisheit, was wir heute erlernen dürfen. Die heutige Engel nach Kabbalah ist Engel Hach-Amiach und hat die Zahl 38. Engel Hach-Amiach ist Engel der Hoffnung, begleitet uns in unserem spirituellen Weg. Engel der Wunscherfüllung, also dürfen wir auch etwas wünschen. Engel der Glückseligkeit und Zufriedenheit, bringt uns Schönheit, Frieden und Harmonie in unserem Leben. Hilft uns, außergewöhnliche, wunderschöne Liebesbegegnungen zum Erleben und passt auch heute an Valentinstag. Führt uns den Weg zur Wahrheit, schützt uns vor negativen Energie und enthüllt auch Geheimnisse. Über ihn herrscht Erzengel Kamael. Erzengel Kamael ist Engel, die Gleichgewicht, Ausgewogenheit und Harmonie, schenkt uns Liebe, Leidenschaft, Kreativität, hütet den dritten Strahl des Lichtes, der rosafarbenen Licht, schenkt uns Geborgenheit und Vertrauen. Und das war mein heutigen Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. In diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod,
Was ist das Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.